So, dann starte ich mal ein Zwischenupdate. Ich war ja einen halben Tag unterwegs. Richtig was verpasst habe ich, denke ich, nicht. Also wenn man den DAX anschaut, auf keinen Fall. Bei den anderen Werten ja, wäre was zu holen gewesen. Beziehungsweise man hätte jetzt bei ein paar Kursziele, die definitiv dann abgearbeitet würden, halt verpasst, das hoch zu bekommen. Zum Beispiel auch hier eine BMW ist dann endgültig auf die im Hoch auf fast 82 gestiegen. 81,50 war hier das Kursziel. Die Kaufzone war bei 70, 60 angegeben, also 11. 11 Dollar, 11 Euro wären möglich gewesen, ja. Bei, was wirklich auch ja, bemerkenswert oder wirklich schön gelaufen ist, war ja hier immer angedacht, weil es hier nicht nach oben ging, ein Tief fehlt noch, das Tief kam, der Stoppkurs hat gehalten. Und was ich die letzten Tage immer erzählt habe, wäre ein Kurs bei 44 Euro sehr nett gewesen. Heute lag das hoch bei 43,50 oder 43,40. Auch hier kann man jetzt das Setup auch beenden oder einfach den Stopp nachziehen. Ob jetzt, ja, das Kursziel dürfte innerhalb von den nächsten 2 Wochen nicht erreicht werden. Vielleicht kommt es nochmal zum Rücksetzer, dann kann man nochmal zuschlagen. Also ich werde nächste Woche einen anderen Desktop basteln. Bis jetzt ist das Setup halt noch dabei. Aber hier ist auch, was eben sehr wichtig ist, wenn man ein Setup eingeht oder vorstellt, versuche ich es in Gewinn zu bringen. Und das ist hier definitiv der Fall gewesen. Der Einstieg lag bei 36,80 und im Prinzip dann soll jedem natürlich sowieso selber überlassen, ob er einsteigt und wann er dann aussteigt oder wie er dann das Setup dann schlussendlich dann selber tradet. Also die zwei, was aber auch hier eben auch schon gestern bzw. vorgestern erwähnt wird, ein Tief kam noch, ein Hoch, Entschuldigung, ein Hoch, das war für mich eingeplant, hätte natürlich eher höher gehen sollen, der Verkauf fand dann trotzdem hier statt, weil die Mindestbedingung erfüllt worden war und heute eigentlich auch eher schwach auf der Brust, aber nichtsdestotrotz, hier ist auch ein schöner Aufwärtsimpuls zu sehen, ein Rücksetzer vielleicht eben nochmal, ja, die nächsten Tage, Wochen. Auf 185 wäre nochmal ideal, um nochmal einzusteigen. Aber das fällt jetzt auch erstmal weg, beziehungsweise ich lege es auf die Seite. Dann kommen wir immer auf den DAX. Lief, bis auf das, dass eben das Kursziel nicht ganz angelaufen worden ist. Ja, hätte ich auf 20 eher gesetzt oder noch weiter unten, dann wäre es knapper gewesen, aber für mich war die Marke eher entscheidend. Ist auch heute nicht ganz hingelaufen. Zeigt also Schwäche, genauso wie der Dow Jones. Den zeige ich nachher. Also hier muss man jetzt wirklich ein bisschen mit angezogener Handbremse die Long Trades begutachten. Wir sind hier sowieso schon fast aus allen draußen oder dann im Prinzip mit Morphosis dann auch am morgigen Tag höchstwahrscheinlich. Also hat es auch diese Woche sehr gepasst. Im Dow Jones war jetzt gestern die Rede in dem Video ein neues Hoch. Ist eigentlich Pflicht. Scheiterte hier knapp. Also sehr denkbar knapp. Ich schalte mal kurz auf den Parketthandel über. Gut, da sehen die Muster ein bisschen anders aus. Das sagt mir jetzt auch nicht so zu, bis auf das, dass hier der EMA 200 verteidigt wird bislang. Nur noch ganz kurz zu den beiden Setups hier. Eingestoppt, aber auch gestern gesagt, dass hier jetzt ein Rücklauf noch stattfinden kann und soll und muss. Oder wie es auch scheint, kann es hier definitiv ein Fehlsignal auch handeln, muss man jedenfalls auf der Hut sein. Eventuell breche ich es
vielleicht mal ab oder setzt den Stopp extrem weiter runter. Zum australischen Dollar. Da kam der Ausbruch. Heute Morgen hätte noch ein Rücksetzer stattfinden können, kam halt nicht. Aber auch hier dürften Rücksetzer mal folgen. Sowieso dann wieder auf das Ausbruchsniveau. Und dann nochmal sollte er durchstarten. Danke und bis später.